Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und zu Hause. Ich hätte fast gesagt, willkommen bei der Hauptversammlung der Aktionäre von E.ON. Und ich danke für die Bewerbungsgespräche bzw. die Vorstellungsgespräche hier am Podium in Bezug auf Führungspositionen bei RWE und E.ON. Eins ist offensichtlich verkannt worden. Wir sind nicht auf einer Hauptversammlung, sondern wir machen hier Politik oder wollen dieses tun. Der Umbau von E.ON ist hier nicht das einzige Thema. Ich denke, dass viele hier im Hause oder gar alle sich darüber einig sind, dass die Energiewende in irgendeiner Form ja nun mal umgesetzt werden muss. Und wenn ein Unternehmen wie E.ON, ein Konzern wie E.ON erkannt hat, inzwischen vielleicht auch ein bisschen spät erkannt hat, dass da dringend was getan werden muss, ist das zunächst einmal begrüßenswert, in der Tat. Aber bitte erinnern wir uns an März diesen Jahres. Da war es so, dass die großen Energieversorger, insbesondere E.ON als Vorreiter und RWE, gesagt haben, wir müssen dafür Sorge tragen, dass nach Möglichkeit die Rückstellungen sichergestellt werden für den Rückbau der Atomanlagen, für die Rückbau bzw. für die Verwertung und die Lagerung von Rückständen aus der Atomenergiegewinnung. Und Theissen, Vorstandsvorsitzender von E.ON, hat sich hingestellt und hat gesagt, die Hütte brennt. Wir brauchen eine Stiftung dafür. Die Politik hat darauf geantwortet und hat gesagt, nee, Leute, das machen wir nicht mit. Sorgt ihr einfach dafür, dass ihr eure Rückstellungen sauber haltet. Sorgt ihr dafür, dass genau die Kosten, die damit verbunden sind, den Rückbau der Atomanlagen durchzuführen, dass die Kosten, die auch als Ewigkeitskosten bekannt sind, getragen werden können. Und die Politik ist sich darüber einig, dass diese Kosten und Lasten von denjenigen getragen werden sollen und müssen, die sie produziert haben, nämlich den Konzernen wie E.ON und RWE. Fakt ist aber, und wenn Bärbel Höhlen sich hinstellt und sagt, sie habe die Befürchtung, dass hier eine Art Bad Bank geschaffen werden soll durch die Gründung einer neuen Aktiengesellschaft, in die nämlich all die schmutzigen Geschäfte reingezogen werden sollen, schmutzig im Sinne von Belastungen der Umwelt, Belastungen der Menschen in diesem Land, gar auf dem Kontinent, und damit auch die Frage der Rückstellung geklärt wissen will, insofern, als die Rückstellungen ebenfalls in diese neu zu gründende Aktiengesellschaft überführt werden, reicht das nicht aus. Dabei wird nämlich auch nicht das Credo, dass auch das Credo von Wirtschaftsprüfern macht es nicht besser, wenn es dann heißt, die Rückstellungen reichen aus. Wir haben bereits in diesem Jahr mehrfach an dieser Stelle debattiert darüber, ob denn die Rückstellungen tatsächlich ausreichen. Wir wissen alle, dass viele Gutachter überhaupt noch nicht klar darüber sind, die sich überhaupt noch nicht klar darüber geworden sind, ob die derzeit kalkulierten Rückstellungen jemals ausreichen werden. Das sind roundabout irgendwas um die 47 Milliarden. Ob das jemals ausreicht, wissen wir also nicht. Wenn wir aber jetzt das Risiko begrüßen, dass ein Konzern wie E.ON eine Aktiengesellschaft gründet und sagt, es ist alles gut, indem wir diese neue Aktiengesellschaft gründen, heißt das nichts anderes, als tatsächlich eine Haftungsverlagerung in diese neue Aktiengesellschaft stattfindet. Eine Aktiengesellschaft, die von heute auf morgen, wenn es denn sein muss, pleite gehen kann. Dafür werden unter anderem auch die Berater von E.ON sorgen. Und das sind Heerscharen, meine Damen und Herren. Heerscharen. Bleiben wir also dabei. Es bedarf hier der weiteren Aufmerksamkeit und Diskussion über die Fragen der Vergesellschaftung, der Folgelasten und Ewigkeitskosten aus der Energiegewinnung der vergangenen Jahrzehnte, an der selbstverständlich die Politik beteiligt war, durch Fördermaßnahmen und dergleichen mehr. Bleiben wir aber auch dabei, dass die Konzerne wie E.ON oder RWE unglaublich hohe Gewinne daraus erwirtschaftet haben. Nicht zuletzt auch durch die Förderung, die sie seitens der Politik, seitens der Gesellschaft erhalten haben. Bleiben wir also bitte dabei, dass der Umbau von E.ON immer begleitet werden muss mit dem besonderen Augenmerk darauf, dass eben genau das nicht passiert, nämlich keine Vergesellschaftung der Folgelasten und Ewigkeitskosten aus der Atomenergie. Bleiben wir also dabei, dass selbstverständlich die Schulden
bei E.ON bleiben mögen. Möge es aber auch sein, dass das Haftungsrisiko bei E.ON bleibt und nicht ausgelagert bleibt und wird in die neu zu gründende Aktiengesellschaft. Haben wir also bitte weiterhin das Augenmerk genau auf diesen Punkt und wenden wir uns davon ab, alles zu begrüßen, was die Konzerne jetzt tun und das nur damit zu rechtfertigen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Wie wir gerade von eben von Herrn Kollegen Brockes eben auch hier an dieser Stelle hörten, ist ja die Frage der Beschäftigungsgarantie oder Herr Kollege Schmelzer war es, auch nur zeitlich begrenzt und danach müssen wir mal weiterschauen, wie es ausschaut. Wenn die Aktiengesellschaft nämlich platt gemacht wird, die neue, dann fliegen auch die Aktien, die Arbeitsplätze, gehen dann auch die Arbeitsplätze runter. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Schulz. Für die Landesregierung spricht Herr Minister Remmel.